Hallo ihr Lieben, alle die, die heute an Ostern innerlich versammelt sind, äußerlich zusammenkommen können wir ja nicht. Ich stehe hier auf meinem Balkon. Ich bin übrigens die Danika Lehmann. Sehen könnt ihr mich jetzt gerade nicht. Und wie ihr sehen könnt, kann mein Balkon direkt auf die Kirche gucken. Das heißt, wenn ich da drauf stehe, kann ich da hinten die Kirche sehen. Wenn die Kirche läutet, kann ich sie hören. Es ist immer ein sehr beruhigendes und schönes Gefühl. Ich habe heute mir mein eigenes Osterfeuer angemacht. Drei Fackeln, die ich noch hatte, habe ich an meinem Balkon gehängt. Und ich denke an alle die, die jetzt Ostern feiern. Und ich glaube, auch wenn wir nicht alle zusammen in der Gemeinde zusammen sind, können wir im Herzen alle beieinander sein. Und sind es mit Sicherheit auch. Ich denke ganz oft an euch. Ich denke an den Pfarrer und unser Team. Ich denke an meinen Chor, die so verteilt sind jetzt alle und die trotzdem in einer WhatsApp-Gruppe immer zusammenkommen und sagen, wie sehr wir uns vermissen. Ich denke an die Gottesdienste, wenn ich in der Bank sitze und einfach runterkommen kann. Ich denke an die Musik, die ich höre, die ich mache. Und dass ich das alles sehr vermisse. Aber auf der anderen Seite erinnert mich das Feuer einfach auch an Leben. Und die friedliche Stimmung heute Abend auch. Ich liebe meine Gemeinde. Ich habe euch alle sehr lieb. Und ich freue mich schon, wenn wir wieder nicht nur im Geist, sondern auch körperlich zusammen Messe feiern können. Und so lang soll das hier genügen. Und meine Seele ist bei euch. Macht's gut, eure Danika.